Eine kleine, eng verbundene Gruppe von Dorfbewohnern ging auf die Knie und verbeugte sich, um sich für die Taten eines bestimmten Wolfes zu bedanken. Aber was hatte der Wolf getan? Die Antwort wird dich wirklich schockieren und deine Seele berühren. Timothy war ein starker und gut aussehender junger Mann, der in einem kleinen Dorf in Russland lebte. Die Gegend war sehr ruhig und wurde hauptsächlich von Bauern bevölkert, die sich um die Felder kümmerten und ihre verschiedenen Früchte anbauten und dann auf dem Wochenmarkt verkauften. Die Menschen dort waren nicht reich, aber sie waren glücklich. Wie der Rest des Dorfes arbeitete auch Timothy auf den Feldern an der Seite seines Vaters und baute alle Arten von Obst und Gemüse an. An seinem 18. Geburtstag versammelten sich viele seiner Freunde und Verwandten, um eine Feier zu veranstalten. Er erhielt viele schöne und aufmerksame Geschenke, aber keines war so besonders wie die Uhr, die ihm sein Vater schenkte. Die Zeit im Blick zu behalten war für Bauern und Bäuerinnen wichtig, wenn sie rechtzeitig ernten und ihr Land bestellen wollten. Also war das wirklich ein besonderes und praktisches Geschenk. Timothy war nicht nur ein hart arbeitender Landwirt, er mochte es auch, von den Frauen bewundert zu werden. Wenn er nicht arbeitete, achtete er darauf, dass er so gut aussah und sich so gut kleidete, wie er konnte. Er trug ein teures Aftershave und flirtete mit allen Frauen, die er im Dorf traf. Timothy war ein gewandter Redner. Eines Tages entdeckte er beim Spazierengehen auf der Straße ein wunderschönes Mädchen. Sie brachte sein Herz zum Schlagen und brachte sein Blut in Wallung. Sie war absolut umwerfend und Timothy wusste, dass er zu ihr gehen und mit ihr reden musste. Aber trotz seines Selbstbewusstseins, wenn es um Frauen ging, war er nervös und wusste nicht, was er sagen sollte. Stattdessen sah er mit offenem Mund zu, wie sie vorüberging. Schließlich nahm er den Mut auf, sie anzusprechen. Selbstbewusst ging er auf sie zu, obwohl er sich innerlich alles andere als selbstbewusst fühlte und begann zu reden. Timothy erklärte, dass er sie einige Tage zuvor gesehen hatte und seitdem nicht mehr aufhören konnte, an sie zu denken. Er sprach offen und ehrlich und gab sogar zu, dass er nicht wusste, ob es wirklich Liebe auf den ersten Blick war, aber dass es sich so angefühlt haben musste. Das Mädchen stellte sich als Elena vor. Sie war sichtlich angetan von Timothy und seinem charmanten Aussehen und freute sich sehr über seine Bewunderung. Die beiden verabredeten sich zu einem Date in einem örtlichen Café, wo sie viele Stunden damit verbrachten, sich zu unterhalten. Elena und Timothy verstanden sich so gut, dass er sich fragte, warum er überhaupt so nervös gewesen war. Es folgten viele weitere Verabredungen und schließlich wurden sie das mit Abstand beliebteste Paar im ganzen Dorf. Traurigerweise wurde Timothy jedoch zur Armee eingezogen. Er erhielt die Nachricht, dass er 3 Jahre in Übersee verbringen und seinem Land dienen musste. Das war eine niederschmetternde Nachricht, denn Timothy und Elena waren sehr verliebt und wollten nicht getrennt werden. Kurz vor seiner Abreise führten die beiden ein tränenreiches Gespräch, in dem sie sich versprachen, dass sie nie wieder jemand anderen lieben und sich treu bleiben würden. Mit der Hand auf der Türklinke drehte sich Timothy um und sagte Elena, dass er sie nach seiner Rückkehr heiraten wolle. Seine Eltern nahmen ihn mit zum Bahnhof und während sie fuhren, bat er sie, auf Elena aufzupassen. Er sagte ihnen, dass sie sie wie eine Tochter behandeln und ihr alles geben sollten, was sie brauchte und deutete an, dass er sie nach seinem Dienst in der Armee heiraten wollte. 3 Jahre vergingen wie im Flug. Das Leben in der Armee war nicht einfach und ein unbedeutender Mensch hätte die zermürbeten Bedingungen, denen die Soldaten oft ausgesetzt waren, vielleicht nicht ausgehalten. Timothy hatte jedoch gelernt, zäh und stark zu sein. Er konnte kaltes Wetter, stürmische Bedingungen und sogar Verletzungen ertragen, wenn er die Arbeit erledigen wollte. Das machte ihn zum perfekten Soldaten. Doch sobald seine Zeit abgelaufen war, verließ Timothy die Armee, um nach Hause und zu Elena zurückzukehren. Seit dem Tag, an dem sie sich getrennt hatten, hatte er nicht aufgehört, an sie zu denken. Zu Hause angekommen, musste Timothy eine Dorftradition beachten. Jeder Mann, der ein Mädchen heiraten wollte, musste mit seinen Eltern zum Haus des Mädchens gehen, damit die beiden Familien sich kennenlernen und gegenseitig einschätzen konnten. Glücklicherweise verlief das Treffen sehr gut und Timothys Eltern verstanden sich sehr gut mit Elenas Eltern. Elena wurde gefragt, ob sie Timothy heiraten wolle, was sie freudig bejahte. Und das war's dann. Nachdem Traditionen, Formalitäten und Hindernisse aus dem Weg geräumt waren, konnten Timothy und Elena endlich ihre Hochzeit planen. Sie arbeiteten schnell und beide heirateten im Sommer in einer kleinen, aber aufwendigen Zeremonie. Mit dem Geld, das ihnen noch blieb, kauften sie ein kleines Haus, das direkt neben dem Ackerland lag, das Timothy gehörte. Es war der perfekte Ort. Jetzt waren sie verheiratet, hatten ein Haus und einen guten Job.
Der nächste logische Schritt war, dass sie ein Kind bekamen. Zum Glück dauerte es nicht allzu lange, bis Elena feststellte, dass sie schwanger war. Alles verlief reibungslos und Elena sah umwerfend aus, als sie aufblühte und wuchs. Im 8. Monat der Schwangerschaft fuhren sie und Timothy nach einem Wochenendausflug weiter. Als sie sich dem Dorf näherten, fuhren sie durch einen Wald. Plötzlich forderte Elena Timothy auf, das Auto anzuhalten, da sie aussteigen müsse. Verwirrt und etwas panisch hielt Timothy an und beobachtete, wie sie schnell ausstieg. Seltsamerweise ging sie dann aber in den Wald und war außer Sichtweite. Timothy sprang aus dem Auto und lief ihr besorgt hinterher, aber er sollte etwas wirklich Spektakuläres sehen. Als er Elena eingeholt hatte, bemerkte er, dass sie etwas ansah. Zuerst dachte Timothy, es sei ein totes Reh, aber als er genauer hinsah, erkannte er, dass es ein toter Wolf war. Daneben lag ein kleines Jungtier, das den Verlust seiner Mutter betrauerte. Elena muss das Tier entdeckt haben, als sie vorbeifuhren. Timothy verstand, wie mütterlich sich seine Frau fühlte, sagte, sie könne das Jungtier behalten und auf ihrem Hof aufziehen, also nahmen sie es mit nach Hause und versorgten es. Das war das Beste, was sie tun konnten, und das Wolfsjunge wurde Teil ihrer kleinen Familie. Nur ein paar Wochen später setzten bei Elena die Wehen ein. Sie brachte ein wunderschönes Mädchen namens Jess zur Welt. Die Monate vergingen und es war klar, dass Jess das Wolfsjunge liebte und umgekehrt auch. Weil sie beide so jung waren, gingen sie eine Bindung ein, sie spielten zusammen und als Jess größer wurde, beschützte der Wolf sie und begleitete sie überall hin. Selbst als Jess ins Schulalter kam, folgte ihr der ausgewachsene Wolf jeden Tag dorthin und zurück. Aber Jess begann, Freunde zu finden und wollte auch Dinge ohne den Wolf unternehmen. Klar, sie liebte ihn, aber sie brauchte auch ihren eigenen Freiraum. Also gingen Jess und ihre Freunde eines Tages in den Wald, um Pilze zu sammeln, während sie den Wolf zu Hause in einem Käfig ließ. Der Wolf heulte und wollte freigelassen werden, um bei Jess zu sein. Was aber niemand bemerkte, war, dass Jess sich im Wald verirrt hatte und die Nacht hereinbrach. Als Timothy und Elena das bemerkten, riefen sie Leute aus dem Dorf dazu auf, bei der Suche zu helfen und alle stimmten zu. Aber der Wald war groß und es wurde schon dunkel. Während sie suchten, gelang es dem Wolf, den Riegel seines Käfigs zu lösen und sich zu befreien. Niemand bemerkte, dass der Wolf entkommen war, denn alle waren zu sehr damit beschäftigt, nach Jess zu suchen. Die ganze Nacht suchten Timothy und Elena, aber es gab keine Spur von ihrer Tochter. Sie waren untröstlich und die Dorfbewohner versammelten sich um die trauernden Eltern, um ihnen Kraft zu geben. Doch während das Dorf kollektiv weinte, geschah etwas Unglaubliches. Aus dem Wald kam der Wolf. Aber er hatte etwas sehr Ungewöhnliches an sich, etwas, das jedem einzelnen Menschen, der ihn sah, den Atem raubte. Auf dem Rücken des Wolfes saß Jess. Sie war zerschlagen und zerschrammt und sah erschöpft aus, aber der Wolf hatte sie nach Hause gebracht. Jess erklärte, dass sie auf der Suche nach Pilzen in einem Brunnen gefallen war und der Wolf ihrer Spur gefolgt war und sie aus dem tiefen Loch gezogen hatte. Ohne das beherzte Eingreifen des Tieres wäre sie womöglich gestorben. Die Geschichte rührte die Dorfbewohner und als Timothy und Elena ihre Tochter fest im Arm hielten, knieten sie alle vor dem Wolf nieder und zollten ihm Respekt für ein so starkes und mutiges Tier. Der Wolf saß stolz da und freute sich, dass er seinem besten Freund auf der Welt geholfen hatte. Das ganze Dorf würde für immer in der Schuld des Tieres stehen und Jess würde nie wieder irgendwo hingehen, ohne dass der Wolf sie begleitete, denn wäre er nicht gewesen, wäre sie womöglich gestorben. Was hältst du von dieser unglaublichen Geschichte? Wärst du, wie die Dorfbewohner, für einen so heldenhaften Wolf auf die Knie gegangen? Wie immer freuen wir uns auf deine Meinung unten in den Kommentaren.